Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind im Heiligtum von Orio Kohiki, haben jetzt immer mehr Gründe, uns nach Krummsport zu begeben, um Sklavenhändler zu töten. Aha. Wundert uns, dass Ether blau leuchtet. Liegt's am Fluch der Pein oder liegt's an irgendwas anderem? Könnte wahrscheinlich am Fluch liegen. Oder am Schild auf dem Rücken. Gut, aber vorher haben wir noch was mit Adolf zu bereden, weil wir haben ja die geschminkte Maskenquest endlich mal fortgeführt. Und scheinbar haben die Leute von Orio Kohiki auch Bitterhausprobleme gehabt. Also. Yes? Ja, er sieht dich ruhig und Aufmerksamkeit an. Ich habe eine uralte Erinnerung in Uazares Seele gelesen und eine Verbindung zum bleibenden Schlüssel gefunden. Du berichtest Alo von dem vergangenen Leben, auf das du in Uazares Seele einen Blick erhascht hast. Von der Begegnung mit Taos, die schon so lange her ist, und seiner Warnung, was die Ruinen betraf, von ihrer Entscheidung, ihn hinrichten zu lassen, um von ihrem Auftrag an die Wahiki ihr Gebiet gegen Fremde zu verteidigen. That's like what he told the Glanfathans. I bet he didn't expect they'd kill him for it. Would have loved to see the look on his face. Das erinnert an das, was er den Glanfathanern erzählt hat. Allerdings hatte er nicht erwartet, dass sie ihn dafür umbringen. Ich hätte zu gern den Ausdruck auf seinem Gesicht gesehen. Then the Wahaki are the painted masks. Da sind die Wahaki, die geschminkten. They've been serving the Leaden Keys interests for 2000 years without even knowing it. Da sind die Wahaki, die geschminkten Masken. Schon seit 2000 Jahren dienen sie den Interessen des bleiernen Schlüssels, ohne es auch nur zu ahnen. Adolf Blitze versucht, diese Information zu verarbeiten. Allerdings, so wie es scheint, nicht auf die Weise, die Taos vorgesehen hat. Er runzelt die Stirn und treibt sich das Kinn. People doing the wrong thing for the wrong reasons for thousands of years without even realizing it. Doesn't get more lead in key than that. Schon seit tausenden von Jahren tun Menschen das falsch aus den falschen Gründen und merken es nicht einmal. Mehr in Richtung bleierner Schlüssel kann es gar nicht gehen. Was denkst du gerade, Alof? Er hatte einfach Glück, dass es so gut funktioniert hat. Taos hat Pläne innerhalb von Plänen geschmiedet. Er wusste genau, was er tat. Nur wenige Pläne lassen sich perfekt in die Tat umsetzen. Taos hat die Wahaki dazu gebracht, dass sie ihm helfen, die Ruinen zu bewachen. Und auf nichts anderes kommt es an. Sie leben in den Ruinen von Engvita. Das hatte Taos ganz sicher nicht beabsichtigt. Fragen wir einfach mal, was Alof denkt. Der Glaube ist eine merkwürdige Sache. Er verschränkt die Arme und rollt die Füße, bis sein Gewicht auf den Zehen ruht. Once the Wahaki believed they were guarding themselves against the Ingwithians, Theos' people. Es gab aber eine Zeit, in der die Wahaki geglaubt haben, sich gegen die Ingwithaner zu schützen, das Volk von Taos. Yet over time they became hostile toward all outsiders. Mit der Zeit sind sie jedoch eine Feindseligkeit gegenüber allen Fremden. Entwickelt. Eine gedankenvolle Furcht zeigt sich auf seiner Stirn. Na und? Es ist nur eine logische Erweiterung dessen, was wir von Taos gelernt haben. Wer weiß denn schon angesichts all der Veränderungen im Todesfeuer, was sie einmal in ein paar Jahrhundert, hundert Jahren glauben werden? Die Geschichten und die Botschaften ändern sich. Taos verfügte nur deshalb über Klarheit, weil Voidika jedes Mal wieder für seine Inkarnation gesorgt hat. Schau dich doch um. Ihre Umgebung muss sie in die Richtung getrieben haben. Ja, nehmen wir mal die 5. Perhaps they would have reacted differently to it without Theos's intervention. Vielleicht hätten sie ohne Taos eingreifen anders drauf reagiert. It's not just that the Wahaki misread Theos's original message. It fundamentally changed them. Die Wahaki haben die ursprüngliche Botschaft von Taos nicht nur missverstanden. Diese Botschaft hat bei ihnen auch eine grundlegende Änderung herbeigeführt. Er schützt die Lippen. They went from being a large and well-connected tribe to a much smaller one defined by isolationism. Ursprünglich waren sie ein großer Stamm mit guten Verbindungen. Jetzt sind sie nur noch ein kleiner, völlig isolierter Stamm. Sorge zeigt sich in den Schatten und Falten seines Gesichtes. Und das hat dich dazu gebracht, über die Konsequenzen deines Eingreifens nochmal nachzudenken. Aber was hat das denn mit dir zu tun? Du
Du kannst die Veränderung von 2000 Jahren nicht auf einen einzigen Vorfall zurückführen. Selbst kleine Vorfälle können gewichtige Konsequenzen führen. Nehmen wir mal die drei. Perhaps not. But I suppose we'll never know what would have happened without Theos's meddling. Vielleicht nicht, aber ich fürchte, wir werden niemals erfahren, was ohne Taos Einmischung passiert wäre. I've been chasing the leaden key, trying to undo the harm they've caused. But what if I'm only making matters worse? Ich bin auf der Jagd nach dem bleiernen Schlüssel. Mein Ziel ist, all den Schaden wiedergutzumachen, den sie angerichtet haben. Aber was, wenn ich die Dinge nur verschlimmere? Eine ganz persönliche Todesqualle erstickt seine Stimme. Ihm stockt der Atem, als ihm das volle Gewicht seiner Worte bewusst wird. Might I be to blame? Have I made a grievous mistake in getting involved? Könnte womöglich mich die Schuld treffen? Habe ich einen schweren Fehler begangen, indem ich mich eingemischt habe? Ungeachtet seiner Namen und Falten und seiner neu gewonnenen Entschlossenheit erhascht einen Blick auf den Alof, den du vor 5 Jahren gekannt hast. Ängstlich, einsam, verzweifelt, auf der Suche nach jemandem, der ihm die Richtung zeigt, die er gehen soll. Ja, und das bleibt immer an mir hängen, natürlich. Du bist verantwortlich für die Folgen deines Handels, zwar gleich, ob du sie beabsichtigt hast oder nicht. Nein, wenn du es überhaupt nicht erst versucht hättest, wärst du verantwortlich für den Schaden, den der bleierne Schlüssel weiterhin anrichtet. Bedenke nur, wie wenig Taos die Wahagi verstanden hat. Und um wie viel weniger verstehst du den bleiernen Schlüssel? Niemand kann alles wissen, also müssen wir einfach mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, das Beste machen und tun, was wir können. Taos hat seine Ziele erreicht, nur nicht auf die Weise, wie er ursprünglich geplant hatte. Dein Problem ist, dass du nach ganz speziellen und sofortigen Ergebnissen suchst. Du musst den bleiernen Schlüssel nicht vernichten. Im Laufe der Zeit wird er von selbst auseinanderbrechen. Diese Antwort musst du bei dir selbst suchen. Dann nehmen wir mal die zwei. I suppose that's true. It's an intimidating thought, but a heartening one too. Ich nehme an, das ist wahr. Es ist ein erschreckender Gedanke, aber gleichzeitig auch einer, der Mut macht. Perhaps it was naive to think I could dismantle a 2000-year-old organization in a single lifetime. But it's worth it to try. Vielleicht war es naiv von mir zu glauben, ich könnte eine 2000 Jahre alte Organisation im Laufe eines einzigen Lebens auflösen. Aber es ist ein Versuch wert. Ein leichtes Lächeln erhält sein Gesicht. Er scheint aufrichtig bewegt zu sein. Ich bin froh, dass du deine Zielstrebigkeit wiedergefunden hast. So lobe ich mir das. Denk nur immer daran, nicht zu hart zu dir zu sein. Du kannst doch wahrscheinlich keinen größeren Schaden anrichten als Whitefins Vermächtnis. So lobe ich mir das. The strange thing is, this whole ordeal has given me some sympathy for Theos. Not that I condone his actions, of course. Das Merkwürdige ist, diese ganze Tortur hat dafür gesorgt, dass ich Taos mit Mitgefühl betrachte. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich seine Handlungen gutheiße. Er räuspert sich rasch. Ja, Taos war nur ein Handlanger von Voetika, also mehr oder weniger eine Puppe der verrückten Königin. Oder der Königin, die einst gewesen war. But I can't imagine he thought he'd destroy an entire generation either. Well, not in the beginning, anyway. Aber ich kann mir ebenso wenig vorstellen, dass er es darauf anlegt, eine ganze Generation zu zerstören. Wenigstens nicht am Anfang. Er verschränkt die Hände und presst die Lippen zusammen in dem Versuch, seine Gedanken zu formulieren. Als er weiterspricht, tut er es auf eine Weise, die erkennen lässt, dass er sich jedes Wort sorgfältig überlegt hat. What I mean to say is, he thought he was doing the right thing. Even at the end. Was ich damit sagen will, ist, dass er dachte, er würde das Richtige tun, selbst noch ganz am Ende. Vielleicht. Taos war böse, seine Handlungen sind der beste Beweis dafür. Dann sollte seine Geschichte dir eine mahnende Erinnerung sein. Wir sollten alle daraus lernen. Wir versuchen doch alle, unsere Handlungen irgendwie zu rechtfertigen. Nehmen wir mal die drei. A prudent suggestion. Ein kluger Vorschlag, er nickt. At any rate. It will be a relief to move forward. Es wird auf jeden Fall eine große Erleichterung sein, voranzuschreiten. It was always too comfortable to leave the hard decisions to others, to simply follow along. Es war schon immer viel zu bequem, die schweren Entscheidungen anderen zu überlassen und viel zu einfach, schlichtweg anderen zu folgen. Nachdenklich neigt er den Kopf und deutet damit in deine Richtung. I only wonder now what sort of decision you'll have to make when we finally confront Aethys. Ich frage mich nur, welche Art von Entscheidung du wirst treffen müssen, wenn wir endlich Eotas gegenüberstehen. Das frage ich mich ebenfalls. Ich werde ihn für das zur Verantwortung ziehen, was er getan hat. Das werden wir herausfinden, wenn wir ihn gefunden haben. Es hat keinen Sinn, jetzt vor Apparate-Spiele zu veranstalten.
Ich gehe davon aus, es gibt einen Grund für sein Verhalten. Solange wir das wieder in Ordnung bringen können, was er beschädigt hat, spielt alles andere keine Rolle. Ich gehe davon aus, es gibt einen Grund für sein Verhalten. Then you have more faith than I. Da verfügst du über mehr Zuversicht als ich. Anyway, thank you. This has lifted a great burden from my shoulders. Wie auch immer, ich danke dir, Hagrim. Das hat dafür gesorgt, dass mir eine schwere Last von den Schultern genommen wurde. Ja, yes. Können wir noch über was reden? Nein, da ist alles klar. Haben wir damit jetzt die geschminkten Masken abgeschlossen? Also da sehe ich sie nicht mehr bei den offenen Quests. Laterne des Gaun. Ah, die geschminkten Masken. Ja, ich habe eine Erinnerung von Rosaras frühem Leben als Anführerin. Da war Haki in längst vergangener Zeit gefunden. Offenbar kam Tau, um ihr Volk einzuschüchtern, damit sie die ingvitanischen Ruinen verließen. Stattdessen ließ sie Taos hinrichten, doch diese Interaktion festigte das Misstrauen der Wahaki-Fremden gegenüber. Somit diente der Stamm fast 2000 Jahre lang unbeabsichtigt den Interessen des Planen Schlüssels. Adolf wird davon erfahren wollen. Adolf wurde durch die Geschichte von Taos, der allen Widrigkeiten zum Trotze siegte, ermutigt. Zu wissen, dass selbst seine nicht perfekte Anstrengung in Bezug auf den Planen Schlüssel einen Fortschritt bedeuten können, schien ihn zu ermutigen. Okay. Yes? Certainly. Gut, dann gehen wir jetzt zu der Händlerin. Und hoffen mal, dass sie Heilkräuter oder Medizin halt für uns hat. Denn ich habe eine halbtote Crew. Die dringend Medizin braucht. Ich habe durch die Pest und alles so viel... Also diese... Knochenseuche da so viel... Medizin verloren, um sie zu behandeln, dass ich jetzt nicht mal mehr genug Medizin habe, um meine Leute zu behandeln. Also um die Verletzungen meiner Leute zu behandeln. Did you notice their face paint? Hast du die Farbe gesehen, mit der sie ihre Gesichter bemalen? Ja. Nur wo ist jetzt die olle Händlerin? Gemeinschaftsacker, wieso wird denn gerade der hier markiert? Der ist recht klein. Ach, da ist er. The handsome fish leaps into my net once again, I say. Der hübsche Fisch springt mir ins Netz, sage ich. Ein Lächeln zeigt sich in Autas Gesicht, als sie Tikeo erblickt. Water, how is my little Koiki? Auta, wie geht's meiner kleinen Koiki? Rotten, pugnant. All the reasons you didn't fight when I gave you back to the sea. Verfault, stinkend. Alles Gründe, warum du nicht gekämpft hast, als ich dich ins Meer zurückwarf. Ich nehme an, ihr kennt euch. Nekera, we were. Briefly and purposefully. Nekera, das tun wir eine kurze, aber intensive Bekanntschaft. Tikeo verschränkt die Arme und grinst. I did not think you'd swim back. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückschwimmst, Fisch. I am here on business. Ich bin nicht zum Vergnügen hier. Your pleasure? Nicht? Tell me what they have done with the true Takehu. Nicht? Sag mir, was haben sie mit dem echten Takehu gemacht? You are a delight as ever, I say. Keep the tribe safe, Uwata. Du bist eine Freude, wie und je, sag ich. Schütze den Stamm, Uwata. It is what I do. You keep swimming, Takehu. It is what you do. Das ist meine Bestimmung. Du schwimm weiter, Tikeo. Das ist deine Bestimmung. Sie seufzt und schenkt ihm einen warmen Blick, bevor sie sich abwendet. Watch yourself, my handsome fish. Okay. War das doch nicht die, die mit mir Handel treiben will? Oder bin ich jetzt einfach schrecklich blind auf den Augen? Die nächste Frage ist, was finden wir eigentlich da hinten, wenn wir da hochklettern? Ich habe eigentlich gemeint, dass sie noch hier unten rumlungert irgendwo. Ja, ich verfüge über die Freiheit der Festung. Ich nutze sie auch weise.
Ne, hier ist nur sie und dieser Aporo. Oder was sie hier? Hat er noch was zu sagen? What are you needing from me? Nö. Oder was sie ist hier? Akira, what now? Akira, was jetzt? Kira runzelt die Stirn und wartet.